Willkommen zu einer ganzen Woche besonderem Ding. Sekiro Shadows Die Twice kam heute raus, heute Nacht um 0 Uhr, 22.03. Ich wollte eigentlich direkt spielen und habe dann bemerkt, ich hatte keinen Download. Theoretisch hätte ich es vorladen können, praktisch habe ich die Option nicht im Online-Shop gesehen gehabt. Egal, dann spiele ich es jetzt. Jetzt ist 19.09 Uhr, das muss auch noch reichen. Wir haben einen Datenschutzhinweis, das ist bei FromSoft gerne mal am Anfang, wenn man das erste Mal das Spiel startet. Wir nehmen den natürlich an. Wir wollen japanische Sprachausgabe, aber deutsche Untertitel. Und wir starten. Kamerageschwindigkeit ist in Ordnung. Blut ist in Ordnung, auch wenn es sehr blutig werden kann. Hat es in Ordnung? HDR. Okay, ich habe keine PS4 Pro. Helligkeit, ja. Passt erstmal. Ton hoffe ich passt auch. Im PlayStation Sound bin ich mir nicht so ganz sicher. Ich mache tatsächlich. Moment. Red. Ja, ich bin etwas lauter. Tokio. Blutig. Netter Zopf. ああ。共に来るか。飢えた狼。そして戦場で拾われた狼は修行の末熟達の忍びとなった。 Ich finde es immer schön, das Wort Okami zu hören. Okami-yo. Okami war ja ein Spiel von Nintendo, glaube ich. Mit so einem schönen Wölfchen. So, während es lädt, nee, es kommt noch mehr Video. Die Sache ist, ich habe tatsächlich schon ein bisschen was gesehen, weil Zombie darf schon seit 3 Tagen, glaube ich, jetzt Sekiro spielen. Deswegen weiß ich 2, 3 Dinge leider doch schon, was aber nicht stören soll. Isshin no Kunitori kara 24 年 Ashina no Kuni wa Shayou ni ari
狼の忍びは全てを失っていた。育ての義父も、守るべき主も。Schöner Schirm. So, und die wirft jetzt eine Leiche runter und Schlüssel drin ist für unsere Gefängniszelle. Das war, was ich gerade meinte, war eine Anspielung auf Dark Souls 1, weil da sitzt man ja ähnlich rum. Das ist ein bisschen grau. So, das sind wir. Der Wolf. Ein Ninja, der im Dienste eines Herrn steht. Oh Gott. Ich habe das Gefühl, es ruckelt. Dekorativer Brief. Ein Brief, der in den Brunnen geworfen wurde. Kurus Wolf, euer Schicksal erwartet euch im Mondblickturm. Entkommt aus dem Brunnen und findet den in Mondlicht getauchten Turm. Auch ohne Klinge könnt ihr ihn erreichen. Seid lautlos, seid aufmerksam. Es ruckelt. Wir können schwimmen. Das ist das Zeichen dafür, dass wir kein Souls-Game spielen. Wir spielen ein Souls-like, kann man das vielleicht nennen. Okay, man kommt da echt nicht hoch. Ja, es ist kein Souls-Game, es ist kein Bloodborne, aber irgendwie dann doch so ein bisschen. Und es nimmt auch Ideen von Tenchu, wenn jemandem das was sagt. Aber ist auch kein Tenchu-Spiel. Also es ist irgendwie, es ist Sekiro. Ganz einfach, Sekiro. Vom Winkel her. Ah, guck mal später. So, man kann an der Wand einen Wandsprung machen. Ashina-Talsperre. So, wir können jetzt hier hoch wieder. Und hier hat mir die Frau den Zettel runtergeworfen. Aber hier, auf der Seite, ist nichts, wie ich hier weiterkomme. Das heißt, da ist irgendwie diese Klippe, wo man hoch könnte, aber es reicht knapp nicht aus. Und da ist ein Item, das weiß ich, da liegt was drauf. Das habe ich, hatte Zombie gesehen. Große Frage, gibt es Fallschaden? Ich wüsste nicht. Ist das hier nicht eine... Ne, es ist keine Dark Souls-Anspielung. Ja, also es nimmt schon Elemente aus Dark Souls. Aber es hat auch Schleichen. Und das hat Dark Souls halt eigentlich nicht. So, da sind Gegner. Was heißt, wir wollen uns ducken? Heimlichkeit. Bleibe unentdeckt, indem du dich duckst und im Gebüsch versteckst oder dich unter dem Boden bewegst. Du besitzt zurzeit kein Schwert. Weiche Feind mit Heimlichkeit aus und begib dich zum Mondblickturm. Wenn du kurz davor bist, entdeckt zu werden, erscheinen Warnsymbole über den Köpfen der Feinde. Okay. Untergrundbewegung. Geduckt kann der Wolf in enge Räume kriechen, zum Beispiel unter den Boden. Ja, machen wir gleich. Soweit ich weiß, ist ein Shinobi ein Ninja, der sich in den Dienst eines Herrn begeben hat. So, ja, na.
Und als Ninja sind wir natürlich mit Schleichen unterwegs, aber für Ninja haben wir doch ein bisschen viel Klamottage vielleicht an. Das heißt also, wir müssen auch zusätzlich dann doch kämpfen. Und da wird dann das Interessante... das ist das Interessante, was Sekiro zu bieten hat. Sekiro. Nicht Sekiro eigentlich, sondern Sekiro. An einer Kante hängen. Gut. Und dann kann man sich hangeln. Hallo Assassin's Creed? Naja, nicht ganz. Und hochklettern. Okay. Muss man immer Viereck drücken. So, dann kann ich da rüber. Und da jetzt kommt der Hinweis. Wenn ich an eine Kante komme, dann kann ich mich an der Kante festhalten. Kann ich hier hoch? Ne, hier komme ich nicht hoch. Ich finde nur blöd, dass die Kanten so deutlich markiert sind. Ich hoffe, das wird später weniger. Oh, da ist ein... Da ist ein Feind. Aber ich glaube, wir kommen hier einfach durch. Hochklettern. Der war nicht so ganz einverstanden mit dem, was wir machen. Katanaka. Ich glaube, ich muss mir es vielleicht sogar in der Aufnahme nochmal angucken. Kusabimaru, ein Katana, erhalten von Kuro, dem göttlichen Erben. Es ist ein Familienerbstück der Hirata-Familie, einem jüngeren Zweig Ashinas. Es galt einst als vergessen, ist dann jedoch in den Besitz des Wolfs zurückgekehrt. Der Name Kusabimaru vermittelt, die Aufgabe eines Shinobi ist zu töten, doch selbst ein Shinobi darf nicht das Mitgefühl verlieren. Ein Mantra, das die Klinge selbst manifestieren kann. Ich hatte das Gefühl... Und jetzt ist es... Schade, ich kann nicht ran... Ich kann nicht First Person. Ist immer noch so. Der hat eine weiße Strähne. Also von vorne gesehen links. Sieht zumindest so aus. Kann aber nur ein Grafikfehler sein. Egal, wir reden nochmal. Okamio. Kizu o otte oru yō da na. So da. Sonata ni kore o takusou. Yakusui no hyōtan da. Kore de kizu o iyashite kure. Heilender Estusflakon. Sorry, heilende Kürbisflasche. Eine Kürbisflasche mit Medizin, die Vitalität wiederherstellt. Rasten füllt die Kürbisflasche wieder auf. Hergestellt von einer Schülerin des herausragenden Doktors Dogen. Auch wenn es befremdlich wirkt, dass die Flasche sich von allein auffüllt, liegt das Geheimnis vielleicht an den Samen im Inneren. Sate. Sonata no karada. Sono nochi daiji wa nai ka? Sono nochi to wa? Ano yo no koto.覚えておらぬのか。はい。うん。いや、司祭は後にしよう。今、この足の城を脱さねばならぬ。御意。堀沿いに進んだ橋の下に城外への抜け穴がある。一心様より、そう聞いたことがある。まずは、その橋下の抜け穴を見つけてきてほしい。見つけたらそうだな。 足の歯笛で合図をくれるか。ほら、昔聞かせてくれたであろう。こう
ピーッとな。その音を頼りに、そなたのもとへ行こう。So, wir haben jetzt eine heilende Kürbisflasche. Interessant ist, dass die Schnellobjekte benutzt werden, indem man auf dem Digipad nach oben drückt und nicht mit der üblichen Taste aus Dark Souls. Ausrüstungsmenü, kann ich die Schnellobjekte ändern? Jawohl. Es gibt auch eine Heimkehrfigur. Bei der verliert man aber anscheinend seine Währung nicht, so wie in Dark Souls die Seelen, die man verloren hat. So, hier sind Kügelchen. Medizinische Kügelchen, die langsam Vitalität wiederherstellen. Ein geheimes Verfahren, das seit Generationen in diesen Ländern weitergegeben wird. Aufzeichnungen zufolge wird es seit langem in Kämpfen eingesetzt und führte zu der berühmten Widerstandsfähigkeit der Ashina-Krieger. Ein Kästchen voller Kügelchen kann auch als Kampfamulett dienen. So, wir haben jetzt die Kügelchen. Die sind so ein bisschen wie die Lebenssteine in Dark Souls 2. Ja, wie benutzt... Achso. Ich wollte gerade sagen, wie benutze ich das, aber ich habe es ja vorher gesagt. Also die heilen aber langsam. Und die Flasche ist, wie gesagt, wie der Estus-Flakon. Die heilt schnell. Aber hat man eben begrenzt hofft, bis man gerastet hat. So, Haltung und Todesschläge. Das ist jetzt der Unterschied zu Dark Souls. Ein Shinobi will die Haltung seines Gegners durchbrechen, was zum Beispiel durch Angriffe möglich ist. Wenn die Haltung des Gegners durchbrochen ist, ist er für einen Shinobi-Todesschlag anfällig. Und das macht man alles mit R1. So, Zielerfassung gibt's auch. Ich schleich mal. Weil Todesschlag. Und da kommt der nächste Gegner. Und da habe ich jetzt was gemacht, was uns das Spiel noch gar nicht beigebracht hat. Oh, der zittert ein bisschen. Ich habe gerade den Angriff pariert. Also der Gegner hat angegriffen. Und ich habe im richtigen Moment geblockt. Also zack. Und wenn ich das mache, kurz bevor der Gegner trifft, ist das eine Parade, so ähnlich wie bei Dark Souls mit dem Schild, wenn man pariert. Und man macht dann sofort einen Konter, wenn der Gegner seine... Wenn die Haltung des Gegners durch ist, aufgebraucht. Die Haltung ist so ein Balken, der unterm Gegner, glaube ich, unterm Gegner erscheint. So, und also dieses Haltungssystem ist eben eine Sache, die anders ist als bei... Dark Souls und das Spiel ist sehr vertikal. Manchmal reichen Angriffe nicht zum Durchbrechen der Haltung des Feindes. Das Parieren feindlicher Angriffe durchbricht ihre Haltung ebenfalls. Ein erfahrener Shinobi erreicht durch den Wechsel von Parieren und Angreifen einen schnellen Sieg. Zack. Einmal pariert, direkt einen Angriffsknopf gedrückt. Kampf vorbei. Zack. Dann gehen wir mal hier hoch, weil... Vertikales Spiel. Wir haben jetzt da oben einen Weg. Moment, man kommt da oben zur Brücke und man kommt hier zur Brücke. Es gibt so viele Wege. Also Zombie ist hier lang gegangen und dann da hinten rum und ist dann hinten rum wieder hier zurückgekommen und hat bemerkt, oh, der Weg kommt ja aufs Gleiche raus. Ich guck mal, wie ich erkunde. Ich weiß noch nicht. Ich weiß aber, dass hier unten kann man runterfallen. Ah, wir können jetzt auch rennen. Genau, weil hier sind wir ursprünglich hergekommen. Zielerfassung. Ja, das haben wir schon getan. Genau, hier ist dieses Loch. Lauschen. Achso, hier ist nur der gleiche Tooltip wieder. Dabei können wir gar nicht mehr lauschen. Und Todessieg. Es bringt noch nichts, Gegner zu töten. Also, man... Wohl? Nee. Es bringt noch nichts, einen Gegner zu töten. Weder Währung noch Erfahrung. Und das ist hier getrennt. Währung heißen, glaube ich, Zen. Von wo bin ich gekommen? Von da oben? Nee, das kann nicht sein. Ach nee, von hier. Ich will was testen. Weil wir sind ja jetzt... Wir können jetzt ja auch rennen.
und im Rennen springen. Also hier hoch kommen wir nicht weiter. Und hier runter. Okay, es gibt keinen Fallschaden. Das hätte garantiert Fallschaden verursacht. Kommen wir hier unten weiter. Also da oben ist was. Das habe ich gerade wieder gesehen. Wir haben den Wandsprung hier nur. Und ich glaube, selbst der ist buggy, dass der geht. Da hängt ein Seil. Da oben ist eine Moment. Ich glaube, ich verstehe. Ich finde es nur befremdlich, dass wenn ich Rennen ist auf Kreis und Springen auf X, das heißt ein Rennsprung, fühlt sich echt komisch an. Ich glaube, ich habe gerade was verstanden. Und zwar ist... Kann ich hier langsam runter? Kann ich mich hier festhalten? Nee. Ich dachte, ich hätte eine Plattform gesehen, aber die ist auch an der falschen Stelle. Nee, hier können wir noch nicht weiter. Ich möchte mal die Kürbisflasche benutzen, um mehr Leben zu haben. So. Ähnlich wie bei Wind Waker, die ganze Zeit schon die Kamera drehen und in alle möglichen Richtungen schauen. Gegner ist hier keiner mehr, den haben wir ja besiegt. Ja, und es ist kein Souls-Game, aber da es sich ein bisschen ähnlich spielt, ist es bei mir wie bei Souls-Games keine Facecam. Das will ich euch nicht antun. So, hier oben kann man rumlaufen. Hier rechts sind zwei Gegner, links sind zwei Gegner. Den können wir anvisieren und... Ich hab nicht angreifen gedrückt, sondern Viereck, also den Utility-Knopf. Aua. Da habe ich fast zu früh pariert, aber es hat noch funktioniert. Ah, der... Die kleinen Soldaten sind schwach und die mit Rüstung sind ein bisschen stärkere Gegner. Okay, verstanden. So, vier Gegner auf einmal. Kein Problem für einen Shinobi. Hier sind überall Äste, die sind jetzt auch irrelevant. Die werden später im Spiel, und zwar gar nicht so viel später, sehr relevant. Und sehr spaßig. Und wir haben einen Anführer, einen Boss. Konterhieb. Direkt nach dem Parieren angreifen ist ein Konterhieb. Das mache ich die ganze Zeit. Ah, der verzögert. Der verzögert seine Angriffe. Aua. Autsch. Tot. Okay. Da habe ich mich dumm angestellt. Ich habe mich zu sehr auf den Angriff konzentriert und zu wenig auf die Verteidigung. Sind jetzt alle wieder da? Ja, natürlich. Wir haben jetzt volles Leben und keine Kugel. Aber wir haben die Kürbisflasche. Moment. Okay, und die Kugel ist nicht da. Und wenn ich mit dir rede, gibst du mir nur die Anweisung, wo ich hin muss. So. Aber jetzt wissen wir auch, dass es nichts bringt, oben rum zu gehen. Also, es bringt einen Gegner, der vielleicht ansonsten... jetzt. Alter, die letzte war jetzt das richtige Timing. Da war ich gerade auch wieder schlecht. Der Weg hier bringt uns nichts, außer dass wir einen Gegner, der uns vielleicht sonst von oben sehen würde... dass wir den überraschen können. Also der würde uns sonst vielleicht von hinten überraschen. Und bevor wir überrascht werden, überraschen wir alle Gegner. Ist ja klar. Einmal darüber. Ich kann schon anvisieren. Ich möchte dich anvisieren. Ich habe wieder den falschen Knopf gedrückt.
So, die normalen Soldaten, da hämmer ich jetzt einfach Angriffe raus. Okay. Ah, ich kann auch Ausweichrollen machen. Oder an Ausweichschritte. Ey, ich bin gerade echt schlecht, ne? Soll ich wieder halbes Leben bei dem Boss? Aber wir wissen jetzt, dass der da ist. Und ich habe ja schon gesagt, Sekiro ist ein sehr vertikales Spiel. Was wir vielleicht ausnutzen können. Fast. Nee. Also der verzögert seine Angriffe. Also. Seine Haltung ist fast weg jetzt. Schnellobjekte benutzen. Ja, ja, ich weiß. Todesschlag gegen starke Feinde. Manche starken Feinde kannst du nur mit mehreren Todesschlägen besiegen. Die Anzahl an benötigten Todesschlägen wird von den roten Kreissymbolen über der Vitalitätsanzeige des Feindes angezeigt. Jeder Todesschlag entfernt ein Symbol. Ich habe gerade mitten im Angriff parieren gedrückt und es ging. Boah, Devourer. Boah. Und wir haben ein Kügelchen gefunden. Das benutze ich nicht. Oder? Doch. Hier ist eine Tür. Ups. Kann von dieser Seite aus nicht geöffnet werden. Hallo Dark Souls. So, da ist ein Item, das nehmen wir mit. Handvoll Asche zu einem harten Klumpen zusammengepresste Asche. Wirf es auf Feinde, um sie kurzzeitig abzulenken. In Ashina gibt es viel Schnee, da sich die Ofen mit Asche füllen. Da hat Zombie gefragt, was hat denn bitteschön Schnee mit Asche zu tun? Ja, ganz einfach, wenn es kalt ist, heizt man die Öfen an. Wenn man die Öfen anheizt, dann gibt's Asche. Also, der Zusammenhang war für mich, finde ich, relativ easy. Da geht's runter. Und hier oben geht's weiter. Da hinten ist eine Tür. Das ist wahrscheinlich die wir gehen wollen. Da hinten ist ein Item. Große Frage, wohin gehen wir? Ich weiß auch nicht, wie es bei Sekiro ist. Ob man, wenn man... nein, ich habe mich nicht festgehalten. Wenn man stirbt... wenn man speichert... ob man da wieder anfängt, wo man aufgehört hat, oder ob man am letzten Speicherpunkt anfängt wieder. Weil Speicherpunkt wäre blöd. Das heißt, ich müsste eigentlich jetzt in 2 Minuten noch das Gebiet fertig machen und die Story quasi richtig starten. So, zack, zack, zack. Hier kann ich lauschen. So, erklärt mir, wie das funktioniert, dass der sich gerade, der Shinobi, mit einer Hand festgehalten hat an der Brücke, aber die Hand sogar noch sein Schwert hält. So, und da ist irgendwie ein kleiner, blöder Gegner. Alter! Jetzt. Dadurch, dass der so schön hinter mich gesprungen ist, konnte ich den nicht mehr effektiv... konnte ich den Todesstoß nicht ausführen, obwohl seine Ausdauer eigentlich schon weg war. Also ich sage Ausdauer, auch wenn es seine Haltung ist. Poise ist ja so ein Wort, das will man seit Dark Souls 2 nicht mehr verwenden. Kügelchen, nice. Weil Poise war ja in Dark Souls 2 so eine ganz abgefahrene Sache, die überhaupt nichts gebracht hat, außer man hatte Großschwerter. So, hier ist das Tor, wo der Ausgang ist, aber wir wollen weiter erkunden. Hallo, halt dich doch fest. Das ist keine Kante zum Festhalten. Okay.
Okay, komme ich da nicht hoch? Ich dachte, Zombie wäre da hochgekommen. Egal, wir gehen mal runter. Weil hier unten sind anvisierbare Gestalten. Das sind irgendwelche komischen Echsen. Selbst die töten wir auf bestialische Art. Boah, mitten ins Gesicht. So, und warum tun wir das? Dass wir hier hochklettern können. Au, nicht ganz runterfallen. Okay, da bin ich jetzt irgendwie fast hochgeflogen. So, jetzt sind wir hier wieder unterhalb der Brücke. Jetzt kann ich hier hoch. Und hier hoch. Und jetzt kann ich mir den Weg angucken, den ich vorher nicht konnte. Was bringt's? Weil jetzt bin ich hier. Hier könnte ich jetzt wieder auf die Brücke hoch vielleicht. Aber ich... Nee, sieht nicht so aus. Hier vielleicht? Ja. Da ist nix, okay. Ich mache jetzt eine Folge, lade die direkt hoch, werde was essen und dann weiterspielen wahrscheinlich. Aber mal gucken. Lalalelu, okay, da geht's da runter und da geht's zur... Kann ich mich da, könnte ich mich da festhalten? Nee, sieht nicht so aus. Gut, dann gehen wir mal hier runter. Hier rüber. Da ist ein zerstörter Wagen, aber auch keinerlei... Der Weg lohnt sich überhaupt nicht. Da ist nichts, keine Items oder so. Egal. Wir gehen durchs Tor. よく見つけてくれた。さあ、参ろう。御意。血の定めから逃れることしかできぬとはな。 この城を出て。 いずこへ参ろうか。まずはアシナの国を離れるか。あるいはどこかに身を隠すか。そなたはどう思う？御意のままに。御意か。そなたは変わらぬな。は。いや、懐かしいと思うてな。さあ、参ろう。Ich habe so ein bisschen Blut im Gesicht. Ja, einziger Fluchtweg. Ich heile mich nicht, weil ich weiß ja, was kommt. Ein großes Feld. Das ist Blut wieder weg. Hisashina, Mikoyo. Ojiue no bozen irai ka. So. Und das Problem an dem Gegner ist, selbst wenn man gut blocken kann, selbst wenn man ein gutes Timing hat, ist der eigentlich nicht zu schaffen, weil man dem nicht genug Haltungsschaden machen kann. Und auch sehr verzögert.
Also schaut euch an, wie wenig Schaden ich mache. Ja, und dann trifft er mich einmal und das ist das, was das Spiel will. Arm ab. Aber der Bogen ist cool. Ja, und der... Unser Herr wurde gefangen. Von jemandem, der sich im Feld effektiv ducken konnte. Wir liegen unter einer Bastmatte. Wir haben einen sehr komischen Arm. Mesameta yojana. Doyara. Mada shinu sadame dewa nai to mieru. Dem fehlt der andere Arm. Shinobi-Prothese. Der künstliche Arm eines Shinobis, der vom Bildhauer weitergegeben wurde. Eine Nachbildung eines menschlichen Arms mit einer Fülle von Mechanismen. Sie wurde speziell für Modifikationen und Anpassungen entworfen. Trotz einiger Kratzer sowie Blut- und Ölflecken ist sie tatenlos im Zustand. Und das Erste, was wir machen, ist, wir besuchen diese Figur. Das sind nämlich die Checkpoints. Rastet für die Vitalität auf, sowie... Auferstehung, das kennen wir noch gar nicht, das, was es bedeutet, wird aufgefüllt. Schnellobjekte landen im Inventar. Gelagerte landen im Inventar. Feinde werden wiederbelebt und unsere Kürbisflasche wird wieder aufgefüllt. So, jetzt können wir rasten, jetzt ist gespeichert. Damit beende ich die Aufnahme. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da, lasst in jedem Fall Kommentare und konstruktive Kritik da. Und ansonsten wie immer, ach schade, ich kann keine Gesten machen. Bis zum nächsten Mal, einen schönen Abend noch und tschüss. Hüpf.